Let's get ready to the Rumble! Meine Damen und Herren, wir sind am Finaltag des German Tour Finales angekommen unter den letzten 32. Und dieser Tag spitzt sich so langsam zu. Jetzt kommt es zu einem der absoluten Top-Highlights der gesamten Veranstaltung. Was für ein Turnier, was für Matches, was für Spieler. Hier wird Geschichte geschrieben. Ich freue mich, ansagen zu dürfen, die beiden nächsten Paarungen. Es ist traurig, dass wir gleich uns von zwei Spielern verabschieden müssen, denn sie gehören alle mit zu dem engeren Favoritenkreis. An Center Court Nummer 1 spielt jetzt der Shootingstar der deutschen Billardszene aus Baden-Württemberg, Bundesligaspieler Geronimo Weißenberger. Gegen den Mark, the best of the world ever. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er ist mehrfacher Weltmeister. Die ganze Billardwelt kennt ihn. Er ist heute hier live bei uns und jetzt unter den letzten 32. Herzlich willkommen, Efren Bater Reis! Unbelievable, was für ein Tournament. So, und jetzt auf diesen Center Court hier. Ich freue mich da ganz besonders drüber, denn das sind beide Spieler, die kennen sich sehr, sehr lange. Sie haben beide Weltmeistertitel intus. Sie sind beides Billardlegenden. Und wir haben die große Ehre, sie hier heute gegeneinander spielen zu sehen. Leider vielleicht etwas zu früh, weil ich habe beide mehr oder weniger unter den letzten 8 eingeschätzt. Aber der Turnierplan gibt es nicht anders her. Einer sagt gleich, time to say goodbye. Auf der rechten Seite der mehrfache Weltmeister. Ich bin ein Fan von ihm. Er ist im Norden ansässig. Er ist ein Hall of Fame Spieler. Es ist kein geringerer als Oliver Ortmann. Auf der anderen Seite sein Gegner. Wir kennen ihn auch alle. Er lebte über 12 Jahre in Deutschland. Er hat den deutschen Billardsport wirklich revolutioniert. Er hat uns so motiviert, dass das heute im Endeffekt überhaupt möglich ist. Volle Kulisse, volles Haus, voller Stream. Über 10.000 Menschen schauen jetzt live gerade zu. 57 Länder. Das ist doch wirklich der Wahnsinn. Ein Sonderapplaus für alle draußen, die zuschauen. Aber jetzt will ich euch hören. Ich will euch hören, denn dieser Mensch ist ja dreisprachig. Ungewöhnlich für einen Filipino, der so gut Deutsch kann. Sein Lieblingsspruch, wollt ihr mich verarschen oder was? Ne? Er ist hier, heute live. Ein Wunder der Natur im Billard. Für mich einer der Topstars im ganzen Jahrhundert. Wir begrüßen Francesco Bustamante. Herzlich willkommen. Lasst uns beginnen. Schaut euch die Matches an, ihr da draußen auch. Es wird noch viel, viel interessanter. Die Paarungen werden immer, immer, immer enger. Also ich freue mich drauf, euch wiederzusehen in den nächsten Matches. Und viel Glück, gut Stoß den Spielern. Danke, Thomas Lindloff, für deine Anmoderation. Jetzt hier aus der Moderatorenkabine. Wieder am Start Jochen Maurer und an meiner Seite Martin Pokuntke. Hallo Martin, danke fürs Mitkommentieren jetzt schon mal vorab. Ja, gerne, lieber Jochen, gerne. Du bist ja einer, du kennst beide wahrscheinlich schon sehr lange, sowohl den Oliver Ortmann links im Bild als auch Francesco Bustamante. Ich denke mal, wir werden beide uns durch die Achtballpartie durchmoderieren und dann wirst du noch eine oder andere Anekdote zum Besten geben. Ja, ich hab gegen beide schon des Öfteren gespielt. Wie Thomas in der Anmoderation schon gesagt hat, zwei absolute Superspieler, beide schon alles gewonnen. Großartig, tolle Billardspieler. Ja, wir spielen 8 Ball auf 7 Gewinnspiele, befinden uns in der Runde der letzten 32 hier bei der German Tour, dem German Tour Finale in Darmstadt im Chaplains Bowling. Und was ganz Besonderes bei dieser Partie: die wird exklusiv präsentiert von Arthur Köhl
auf der linken Seite zu sehen. Und wenn wir nochmal die Totale jetzt nochmal ins Bild kommen von Kamui. Ich spiele auch einen Arthur Köhler, wunderbares Spiel. Ja? Ja, der Marius Mehr. Vor knapp 2 Jahren fertiggestellt. Mhm. Wunderschönes Stück. Markus Dienst. Markus Dienst, genau, Chef, der Köhlbauer. Arthur Köhler. Arthur Köhler. Ja. Wunderbar. Wir sehen volle Ränge. Ja. So haben wir uns das gewünscht. Ist auch wirklich eine klasse Veranstaltung, hier muss man wirklich sagen. Noch volle Ränge. Also wir haben hier, ich weiß es nicht, schwer zu schätzen, 200, 250. Mehr. Mehr, mhm. Du sagst mehr. Sind mehr, weil rund um die, im ganzen BRKW verteilt, sind ja auch noch viele, die sich auf dem Bildschirm da angucken können. Also sind mehr Leute hier auf jeden Fall. Wir haben hier noch 2, 3 Möglichkeiten, genau, auch im Chaplin Bowling an anderen Positionen, mhm, die Partien per Livestream zu verfolgen und parallel natürlich noch einen Blick auf die anderen Tische zu, genau, werfen. Also manch einer hat auch eine gute Position, wenn man das ganze Spiel beim Livestream guckt und natürlich noch Blick hat auf 5, 6 andere Tische mit Hochkarätern wie Joshua Filler und Christian Reimering, Andreas Waschkowski, wer da überall noch unterwegs ist hier, genau, beim Finale. Ja. Was ja, wie du schon richtig sagst, an den anderen Tischen noch so viel Spannende passieren, wo auch noch viele Leute zuschauen. Und deswegen, also, müsste man eigentlich... Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Mehrere Center-Gurts haben hier, ne? Genau. Ja, Jörn Kaplan zum Beispiel, mein Favorit. Ja, Jörn ist ja, kenne ich auch ganz gut, der hat aufgrund seines hervorragenden Achtball-Breaks, Break ist der Anstoß beim Achtball, weil es immer mit ihm zu rechnen. Ja, und spielen kann er sowieso, ne? Ja. Ja. Weisen wir noch kurz auf die zweite Partie hin, bevor wir jetzt hier einsteigen. Ja. Im zweiten Stream ist zu sehen Geronimo Weisenberger, dreifacher Medaillengewinner bei den deutschen Meisterschaften letzten November. Und von Bata Reyes, den wir hier vorher haben zaubern sehen auf dem TV-Tisch, auf dem Einser sozusagen. Aber jetzt diesmal im Livestream Nummer 2. Mhm. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, klar ist Evan Reyes ist immer Favorit. Aber der Geronimo Weisenberger hat ja gestern auch schon in meiner Gruppe, ich habe in seiner Gruppe gespielt, gegen Nick Vandenberg gewonnen. Ja. Und Nick Vandenberg ist gerade zurzeit einer der absoluten, also was heißt zurzeit, ist sowieso einer der absoluten Top-Spieler Europas. Aber zurzeit gewinnt er gerade sehr, sehr viel. Ist Spieler Mitglied im Mosconi Cup-Team mehrfach. Wenn es ja immer gegen die Amerikaner geht, wenn die Europäer gegen die Amerikaner spielen. Das musst du erstmal schaffen. Und deswegen, wenn er gut aufspielt, Winner Break, ne? Winner stößt an, da hast du alle Chancen. Mhm. Das ist auch das Interessante bei diesem Turnier. Das ist halt auch für die guten Spieler, für die sehr, sehr, also für die Superspieler wie Reyes und Bustamante halt immer die Möglichkeit besteht, dann auch gegen Leute zu verlieren, die normalerweise nicht so stark sind wie sie selbst, aber auch immer in einen Lauf reinkommen können und dann passiert es schnell mal. So. Haben wir vorhin gesehen, der Oliver hat zum Beispiel in seinem ersten Satz, das Spiel habe ich gesehen, weil da hat er gegen den Fit im Haralin eingespielt. Ja. Da erinnerst du dich noch, da haben wir damals das gesehen. Finale kommentiert, ne? Von Stuttgart oben damals, ja, wo er gegen den Sebastian Stark gespielt hat. Ja. Wieder mit dem Fit im anderen Mannschaft. Ja, der Fit im hat bei 1-1 geprägt, ist nichts gefallen, dann hat der Oliver einen Satz beendet, komplett. Genau. Das war ein Hammer-Spiel. Mhm. Gleich heute Morgen um 10 Uhr, wer es schon, genau, gesehen hat. Ein super Anstoß auch, also. Ja. Während der Francisco Bustamante gerade in seiner Auftaktpartie gegen Philipp Schröder, auch Mannschaftskollege von dir, ja, den Philipp hat einen riesen heißen Kampf geliefert, ist bei 5-6 schließt er auf 6-6 und beim Break fällt nichts. Mhm. Wenn was fällt, ist vielleicht Philipp der Sieger. Genau. Ja, für Philipp ist der Bustamante auch so ein kleines Vorbild. Ja, er mag den Bustamante sehr, den Spielstil von ihm sehr und deshalb hat er hat man gemerkt, er war sehr zufrieden, natürlich habe ich ihn dann gesehen und er hat immer gelächelt und zwischendurch. Und hat das richtig genossen, da zu spielen am Center Court. Das ist auch genau der richtige Einschwung, daran zu gehen an die Geschichte. Nicht verkrampft zu sein, sondern genießt diesen Moment, diese Möglichkeit bei diesem großartigen Turnier auf dem Center Court zu spielen. Ich habe es gestern ja auch zweimal spielen dürfen, habe leider zweimal verloren, aber okay, trotzdem war es ein tolles Erlebnis. Ne, dreimal habe ich ja gespielt, gegen Effen habe ich auch gespielt. Ja, stimmt, gegen Effen hast du 14-1 gespielt und hast ihn mal in die Schranken gewiesen. Naja, schrankenweise will ich nicht sagen. Ja, aber 50-40 ist schon ein Wort. Ja, ich habe gewartet, bis 11:30 ist, dann ist er ein bisschen müde gewesen, habe ich mir gedacht, ich warte noch ein bisschen später. Ich wollte ihn ja schon um 9 Uhr abends ansprechen, da sah er mir noch so fit aus. Da warte ich, bis er ein bisschen müde wird und dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's.
Ja. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. 1-0. Efren Reyes ist, der kann, ich glaube, wenn er Lust hat zu spielen, dann ist es egal, was der spielt beim Pulver. Dann kann der auch Fortunato ganz exzellent spielen. Und sicherlich, sicherlich. Ja. Jetzt geht es 1-0 für Francesco. Und der ist auch mein Favorit in dieser Partie. Okay, aha. Das wirst du sicherlich auch noch begründen können. Ja. Vor allem, ne? Ja. Unter Berücksichtnahme auf die Partie von Oliver von vorhin. Ne? Das hat jetzt mit der Partie überhaupt nichts mehr zu tun. Okay. Weil ich habe die beiden schon sehr, sehr oft gegeneinander spielen sehen. Und Django, wie er genannt wird, Francesco Bustamante, spielt gegen Oliver normalerweise immer extrem stark. Spielt immer sein bestes Pool. Und wenn Oliver jetzt gewinnen will, kann er durchaus schaffen, klar. Ne? Weil er kann ja selber exzellent spielen. Muss ja auf jeden Fall sein bestes Pair zeigen. Es ist kurios, dass manche Leute immer so gegen andere ihr bestes Billard abrufen können und gegen andere Gegner. Hast du gerade den Anschluss gesehen? Ja, ich. Riesenunterschied gerade zum Spiel davor. Aber noch gleich mehr Power. Viel fokussierter. Gegen Schröder. Viel besser Anschluss. Mehr Dampf hinter. Ja, ja, gleich gemerkt. Nee, gegen Oliver spielt er immer gut. Das habe ich oft genug gesehen schon, dass er da oft. Ja. Kann man eigentlich gar nicht so richtig erklären, warum man da gegen manche sich schwerer tut und gegen andere dann wieder Vollgas geben kann. Gut, meine. Er spielt ja sowieso gut. So, ne? Aber wenn einer von den beiden, wenn man jetzt bei den beiden noch extra erwähnt, dass sie gut spielen, dann heißt das, dass sie dann extrem exzellent spielen. Ne? Weil gut spielen die, selbst wenn sie nicht der beste Spieler spielen, haben sie ja immer noch ein Riesenniveau. Mhm. Also der Schröder eben gerade, Philipp Schröder hat. Ich sag, Schröder ist sein Spitzname. Ja, Er heißt Schröder mit Nachnamen und es ist auch sein Spitzname. Normal spricht man ja die Leute nicht mit Nachnamen, das ist ja unhöflich, aber bei ihm machen wir mal eine Ausnahme. Ja. Der möchte auch ausdrücklich so genannt werden. Okay. Er möchte gar nicht mit Philipp angesprochen werden. Dann denkt er, er hat was falsch gemacht, deswegen dürfen wir ihn nur Schröder nennen. Ja. Und da hat der Bustamante eigentlich ein paar Fehler gemacht, Breakfouls dabei gehabt und. Aber da war es also, dass Philipp zu Anfang, hinten raus hat er super gespielt. Na, da hat er sich dann befreit so ein bisschen, hat er richtig gut gespielt. Aber zu Anfang hat er auch so ein paar Flüchtigkeitsfehler gemacht. Das hätte er, wenn er das genutzt hätte richtig, dann hätte er den Tisch als Sieger verlassen. Zum Schluss hat er halt einfach Pech gehabt, dass nichts gefallen ist beim Bremen. Ja, ja. So, aber hier. Ich bin ja auch ein großer Fan von Francesco Bustamante. Wer ist das nicht? Wirklich, das ist klasse. Auch menschlich, ganz feiner Mensch. Ich kenne den ja auch schon sehr, sehr gut. Bin ja befreundet mit Christian Reimering und das hat ja mit ihm zum Kiel gespielt. Mhm. Deshalb kenne ich auch den Francesco ganz gut. Und ganz feiner Mensch. Wirklich. Humor. Ne? Und hinter Rücken der beste Spieler der Welt. Das ist definitiv. Also das hat man ja, das ist der Wahnsinn, bei ihm wirklich in Perfektion gesehen. Auch jetzt hier gerade bei 6-6 gegen Schröder. Ja. Da hat er tatsächlich doch den ersten Ball oder zweiten Ball in den Rücken gespielt. Und die Stellung musste über 2-3 Banden gespielt werden. Mhm. Interessant ist auch immer, wenn er das hinten das rechte Bein hochhebt. Ne? Kennst du auch das Ding? Ne? Ja. Wenn er so eine Position auf dem Tisch steht, dann hat er, um einfach um das Gleichgewicht zu halten, gibt er dann. Das Bein hoch, ist immer sehr akrobatisch. Ja. Sieht man in Deutschland, fällt mir spontan ein, bei Susanne Wessel. Das ist eine Ladies-Spielerin, aber die macht es auch. Sonst sieht man das eigentlich nicht, aber sie, bei ihr ist auch immer das Bein dann im Publikum zum Ausgleich. Ja, wunderbar. 2-0, Francesco Bustamante. Wer hat geprägt bei 0-0? Oliver hat geprägt. Oliver hat geprägt. Nichts gefallen. Nichts gefallen. Also Oliver nur zum Break am Tisch. Er hat ja heute Morgen gegen den Fittem super geprägt. Ja. Bis jetzt die besten Breaks, die ich gesehen habe, war da wirklich auch immer komplett gerade vorne die erste Kugel getroffen hat. Und super kontrolliert, super hart. Perfekt geprägt. Ja, aber ansonsten kannst du halt nur zugucken, ne? So, dann sitzt du da und denkst dir,
schön. Für Tim kann sich, glaube ich, nichts vorwerfen. Ne? Was will er machen? Ja, ne? Nee, nichts vorwerfen. Nee, der Vorwerfen sowieso nicht, weil er hat einfach mal was probiert bei 1-1. Weil der hat, ich kenne ihn ja normal auch eins der härtesten 8-Ball-Breaks. Der spielt bei uns in der Mannschaft auch öfter 8-Ball. Ja. Weil er wirklich, wirklich einen super Break hat. Und hat aber dann das bisschen das Tempo rausgenommen. Beim 1-1. Er wollte mal ausprobieren, weil er hat es am Nachbartisch bei einem gesehen. Dachte er, das ist auch nicht. Ja, die Entscheidung hat sich im Nachhinein als nicht so glücklich rausgestellt. Aber gut, das kannst du ja vorher nicht wissen. Genauso sein können, dass es funktioniert. Ist er wieder gut getroffen, aber die 10 kommt. Noch eine. So, die Vollen. Die Vollen, genau. Die 7 liegt da mit einer halben zusammen, aber die kann man jetzt dann mit der 5 was verändern. Genau. Dann ist aber 1, 2 und 4 schon auch wieder zusammen. Ist auf jeden Fall keine einfache Partie. Nee. Das können wir jetzt schon mal sagen. Und er muss auch, aber auch eigentlich. Auch nicht für den Schiedsrichter, ne? Der muss die Folie runternehmen. Und er muss aber eigentlich die Vollen nehmen, weil er bei den Halben halt keine richtige Möglichkeit hat, die eine Halbe bei der 7, was ist das, die 12? Ja, irgendwie wegzuholen. Er hätte ja schon, aber die ganze Möglichkeit. Ja, aber mit Umwegen so. Genau, die Null, jetzt, könnte jetzt, wäre aber viel zu riskant, meiner Meinung nach, weil er keinen Folgeball spielen kann. Er könnte jetzt die. Ich weiß nicht, ist die 13, die da oben liegt? Bei der 3 links, Kopfball. Die könnte tief spielen. Nee, kommt da auch nicht. Rutscht eben auch weg. Nein, keine Chance. Jetzt spielt er wahrscheinlich gleich, vielleicht kann er den Kiss-Shot spielen. Kann er die Weiße auf die 7 und dann die. Ja, das wird er auch machen. Der spielt jetzt Kiss-Shot. Weiß auf die 7, sagt die 5 in die Mitteltasche. Bist du sicher? Ja. Weil da geht er auch Risiko ein, dass die Hose fällt. Nein, das macht er nicht. Nee, das ist der Kiss-Shot. Das macht er nicht. Macht er nicht. Natürlich macht er das, oder? Er spielt die 5 rein. Ach so, dann macht er das von hinten. Ja, genau. Ja. Vorbeigelöst. Der geht doch gar nicht da durch. Gibt's denn sowas? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hat er wirklich einen Pfad gefunden, der gar nicht da war? Guck mal, ja, ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, jetzt komm ich. Oh, aber er spielt die 4. Nee, der spielt die 4 eine Bande, werde ich sagen. Ich sag eben gerade schon mal falsch mit meinem Tipp, aber jetzt spielt er die 4 eine Bande. Victor, genau, 4 eine Bande. Ja. Vielleicht, wenn er, vielleicht kann er noch die 2 dort lösen. Ah, die 3 wird, ja, jetzt, die 3 wird jetzt keinen Sinn machen oben. Was will er denn machen? Nee. Ja, genau. Ja, 4 eine Bande, genau. Aber er wird unweigerlich lösen, was ja gut ist. Ja, sie ist auch. Okay, ja. Jetzt haben wir eine bessere Ansicht. Jawohl, genau, super. Leider. Ich glaube, er wollte noch ein bisschen weiter raus, dass er die 1 spielen kann. Ja. Muss er die Problem 7-6 bleibt bestehen. Ich sehe da jetzt einen Ball, der ist ganz kurios. Genau, Kiss-Shot. Von der, die Weise abballen lassen von der 6. 11-7. Ja, Jochen. Ab sofort bist du mein Geheimtipp, du. Hervorragend. Wollen wir es mal reinrufen? Das hat er bestimmt nicht gesehen. Doch, er hat es ja gerade schon angezielt. Ah, das ist ja gut. Das ist eine super Idee. Ja, ja, genau. Der sieht, ich sag dir was jetzt, ne? Ich bin jetzt mal ganz böse, ne? Der ist nicht schwer, der muss nur sehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich schäme mich. Das ist übrigens die 12, sehe ich gerade. Ja. Ja. Aber unten die 1, da muss er jetzt. Ah, der kann jetzt. Wenn er jetzt die 6 vorbei schafft an der 14, falls er es macht. Aber danach, nee. Das genau. Problem ist auf jeden Fall die 2, die geht nur nach links ins Mittelloch. Yep. Nach rechts weiß ich nicht. Offensichtlich schon. Entschuldigung, die Stimme versagt weiterhin. Ja, wenn man so viel am Erzählen ist. Boah, seit Mittwoch, Vormittag. Ralf seit Dienstagabend. Okay. Ja. So, wunderbar. Ich glaube, mal geht die 1 an der 8 vorbei noch. Die muss ja noch vorbei, oder? Der spielt jetzt tief. Okay, die 1 geht vorbei. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass sie blockt. Ich habe die Tisch an sich von oben leider nicht gesehen. Ja, eine Deckenkamera haben wir nicht. So, das war jetzt ja mal eine wirklich. Eine heiße Partie. Sehenswertes Spiel. Ja. Absolut. Der Applaus ist gerechtfertigt. Ja, auf jeden Fall. Volle Ränge hier, super Bild, toll. Wenn ich mal auf den anderen Tisch gucken kann, haben wir da einen Spielstand?
Beim anderen Spieltisch, ich kann mal gucken, was man so generell an Spielständen. Ich sehe nur den Geronimo am Tisch. Lass uns mal gucken, was wir generell an Spielständen zu bieten haben. Lars Cookham, Touch Wildcard-Inhaber der Zwischenrunde, führt 5-1 gegen Joshua Filler. Ja. Hat vorher schon Marcel Spann mit 7-0 nach Hause geschickt. Mhm. Sebastian Stab, Philipp Stojanovic 3-1. Vandenberg, Jan Wolf 1-1. Jakob Belka, Tristan Bialoszewski 3-4. Efren Reyes, Johnny Moore. Wird einer unter die letzten 16 einziehen. Hat auch ein Vereinskollege von mir, der Mike Grützner, gespielt gegen den Michael Götz. Ja, der Mike Grützner, genau. Hat auch sich vorher Chancen ausgerechnet, hat es leider nicht gepackt. Ja. Denkbar gut, Auslosung. Ja. Haben sich aber alle gedacht in der Hälfte. Ja, genau, alle vier haben gedacht, ich komme ins Achtelfinale. Das ist wie bei meinem Lieblingsverein, den VfL Wolfsburg, jetzt in der Champions League gegen Gent. Ne? Da hat Wolfsburg gedacht, gutes Los gegen Gent. Und Gent hat gedacht, gutes Los gegen Wolfsburg. Jörn Kaplan, 6-2 gegen Julian Kotüm. Marco Spitzki bereits durch, 7-2 gegen Thomas Damm. Can Salim durch, lass uns gerade aussehen. Ja. Gegen Toni Drago, 7-1. Wow. Claudio Keric, 4-2 vorne gegen Thomas Lüttich. Und Martin Steinlage gegen Ina Kaplan hat bereits begonnen, 0-1. Ina Kaplan also schon wieder fertig beim Damen, da gucken wir auch gleich mal, weil die spielt ja in beiden Konkurrenzen noch mit. Gavenciak, Michael, gegen Markus Buck, 1-3. Das ist ein Vereinsduell sogar, ein mannschaftsinternes. Gavenciak gegen Buck, beide Fortuna Straubing 2, zweite Bundesliga. Bernd Hauenstein, Stefan Lölle 0-2 und last not least Roman Hübler gegen Christian Reimering, die beginnen gerade. Jetzt gucken wir mal bei den Damen, wenn da schon das Ergebnis drin steht, da müsste ja die Ina drin sein. Mit 5-0 gegen Nicole Mehren zieht sie ins Viertelfinale ein. Alle anderen Damen spielen noch. Saal läuft seit 13 Uhr der Spielbetrieb. Ich habe hier einen Geheimfavoriten, ne? Bitte? Ich habe hier einen Geheimfavoriten. Also ich habe meinen schon seit Mittwoch geäußert. Welcher war das nochmal? Mit Jörn Kaplan. Mhm. Und Marco Spitzki. Du hast Marco Spitzki. Mhm. Ja, blöd, die treffen aufeinander im Achtelfinale. Wenn Jörn es auch schafft, dann spielt Jörn gegen Marco. Ja, Jörn ist... Ja, der Marco hat auch ein gigantisches Break. Hat auch eine marklose Achterbilanz in der Bundesliga, glaube ich. Spielt ja für PwC Hamburg in der ersten Bundesliga. Ja. Und ja, habe jetzt in letzter Zeit zwei, drei Mal gegen ihn spielen können und da bin ich wirklich überzeugt. Auch wie er spielt. Mhm. Ganz, zieht immer durch. Marco Spitzki hat auch hier zweimal mitkommentiert. Mhm. Gerade das Spiel zuvor von Efren Reyes gegen Thomas Schlegelmilch. Da habt ihr Marco Spitzki gehört bis fast zum Schluss. Gemeinsam mit Ralf Eckert. Und jetzt ist er schon wieder am Tisch. Multitalent. Das ist auch interessant gewesen, wie er den gerade gespielt hat. Keine Experimente, sondern einfach nur ein, weil er sich auf seine Lochsicherheit verlassen kann. Hauptsache ich sehe da oben den Ball und kann dann den Ball als Druckball spielen, um dann dort das Problem mit der 1403 zu lösen. Nichtsdestotrotz. Muss von hinten, wenn es irgendwie geht, auf die 3 kommen. Am besten von hinten, auf jeden Fall von hinten. Ist die 5, aber ist egal. An der langen Bande. Hauptsache eine volle. An der lange. Nicht von unten auf die 14. Ja. Das könnte böse auch. Wenn er den nicht zu hart spielt, dann kann er sogar hochlaufen ein bisschen, dann könnte er immer noch die 10 spielen. Schön drücken mit links. Na, da wundere ich mich jetzt gerade, warum jetzt der Livescore bei Reyes gegen Weisenberger nicht funktioniert, weil es steht 2-1 für Weisenberger. Ah, ja, okay. Hier steht immer noch 0-0. Okay. Alle anderen funktionieren. Kurios. Aber er freut am Tisch und Dreck. Jawohl. Und was gefallen da drüben immer noch durch? Spielt er doch einen Anläufer? So. Okay.
Der spielt den, ach so, ich weiß nicht. Geht die 14 vielleicht? Hat er gesehen, dass die spielbar ist? Der spielt eine Bande. Aber wollte er spielen. Aber das Problem ist jetzt, wie kommt er da jetzt runter? Oder geht die doch? Die geht nicht. Nee, die geht doch nicht, oder? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, nein. Aber vielleicht löst er die mit der 7. Oh, verschossen. So. Jetzt sehen wir den Oliver am Tisch. Ja. Zu sehr konzentriert auf die Stellung mit der Weißen und gar nicht mehr beachtet, dass man ja noch die 10 versenken muss. Anders ist der Fehler nicht zu erklären. Ja, das Problem war, glaube ich, auch, dass er halt dann die 7 touchiert mit der Weißen und das macht die Sache immer nicht ganz so einfach. Da genau zu bestimmen, wo die weiße Kugel hinläuft, ist immer ja ein bisschen schwieriger. Mhm. So. Ja, das sieht ganz gut aus. Eins, vier, drei, zwei, sechs, acht. Ja, ich finde die Tische großartig, ne? Die Golfhorn-Tische, ne? Ganz ehrlich. Ne? Wir kriegen die jetzt wahrscheinlich auch bei uns 2-1 auf Wolfsburg. Wunderbar. Echt, das sind echt klasse. So, 3-1. 3-1. Oliver Ortmann verkürzt hier eben von Kamui und Arthur Q präsentierten Match der Runde der letzten 32. Das ist gut für die Spannung, nicht? Wenn der Oliver seinen Break findet, dann wird es nochmal sehr interessant. Absolut. Ja, da steht der Oliver schon zu, Kontrolle bereit. Ja. Ja. Was machen die meisten Topspieler? Schauen sich das nochmal an. Aber da muss man sagen, die Schiedsrichter hier machen einen tollen Job. Ich habe noch nicht einmal nachbessern müssen beim Break. Na, wir haben ja natürlich auch mit dem Arnold Kaiser einen erfahrenen Mann, international. Arnold Zielinski, sein Mädchenname hätte ich was gesagt, aber er hat den Namen seiner Frau angenommen, deswegen heißt er jetzt Arnold Kaiser. Ja. Ist in Deutschland wohnhaft. Nadine Kaiser ist seine Frau, wirst du vielleicht auch als Schiedsrichterin kennen? Ja. Oder der eine oder andere zu Hause? Sie ihn bestimmt, aber ich habe den bestimmt. Namen. Und der Arnold wohnt hier in Deutschland. Und nein, das war's nicht. Das war's nicht. Das ist ihm mit dem heute Morgen nicht passiert. Also absolut zentral perfekt getroffen. Die ist genau zurückgekommen mit der Tischen Stand. Ja. Du hast es gesehen. Ausgiebig. Ausgiebig, genau. Und war wirklich tolles Match. Da haben wir Arthur Kö, arthur-kö.de.
Schaut mal rein, wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Kö, handgemacht und Einzelstück. Der Markus hat doch schon mal einen Preis gewonnen in Amerika, ne? Der war doch drüben, ja. Und hat doch mal irgendwie das Kö des Köbau des Jahres gewonnen. Ja. Und das als erster europäischer, genau, korrekt, Köhersteller. Und ja. Da ist immer eine ganz, ganz große Messe in den USA, weil das ja also das Land der Köbauer ist, kann man so sagen. Aber ja, in Deutschland gibt es mittlerweile auch gute Köbauer. Der Markus ist also für mich der beste Köbauer. Schicke Köse hier. Warte, Ralf Eck hat ja auch ein wunderbares Köse gebaut. Ne? Mhm. Mehrere, also nicht nur eins, sondern hat ihm ja schon. Ich habe auch schon zwei von ihm bekommen. Das erste habe ich 2002 bekommen, weil er halt damals auch, ich glaube, der Einzige war, der in der Lage war, längere Köse zu bauen. Unterteil sowohl als auch Roboter. Weil ich halt. Also in der Lage war im Sinne von spielbar. Genau. Weil können auch andere. Richtig. Also viele, es ist ja, viele Köbauer sagen, das ist mein Stil, das ist mein Kö. Aber Markus, also der Chef vom Wasser, der sagt dann halt auch, baut nach Wunsch. Ne? Sagt dann, ja, okay, das und das und das. Ja, und setzt das dann halt um und das ist natürlich klasse dann. Ne? Weil wir Billardspieler sind ja auch immer so kleine Mimosen und meckern immer rum, wenn das Material nicht funktioniert. Und ach Gott, und dann ja, das Oberteil ist schuld und das Gehör. Ne? Meistens das Material, ja. Meistens, eine gute, ja, Ausrede gehört immer dazu. Gute Ausrede gehört immer dazu, ja. Nee, da bin ich sehr mit zufrieden. Hat mich auch noch mal weitergebracht, weil ich habe bis zum Jahre 2002 in Köln mit normaler Länge gespielt. Und habe dann, wo ich beim TBC Fulda damals in der Bundesliga angefangen habe zu spielen, hat der Ralf Ecker den Kontakt zum Markus hergestellt. Und dann bin ich dem Rat von Christian Reinbring, den er mir schon seit 25 Jahren gegeben hat, mir doch mal ein längeres Kö zuzulegen. Dann mal nachgekommen und habe das dann auch gemacht und habe mir dann eins bauen lassen. Und das hat mich spielerisch nochmal nach vorne gebracht. Jeweils einen Inch länger unter als der Oberteil. So, währenddessen ist hier der Francisco bei den vollen Kugeln noch recht weit vorgedrungen und auf dem besten Wege hier das Breakfoul vom Oliver Ortmann auszunutzen. Und wo ich es gerade sage, kommt er viel zu kurz raus. Genau. Er wird die weiße Kugel versuchen zu halten. Ja. Na. Loch komplett ausgenutzt. Genau. Jetzt eigentlich auch wieder halten angesagt. Pendeln macht keinen Sinn. Weil da die halbe, die 15 liegt. Nein, der lässt nachlaufen, bisschen rechts zur Fee. Ja, meinst du? 15 leicht unterhalb der 15 oder? Und, also zu uns ist er genau unterhalb der 15. Oder ganz lang, oder mal gucken. Ich glaube, er lässt ihn pendeln ein bisschen, aber ganz weich auch. Okay, schauen wir mal. Nimmt auch in Kampf, ja, dass er jetzt hier einen dünnen Ball hat, aber der ist auch machbar. Den fand ich jetzt. Hättest du anders gespielt, ja? Gut, aber der ist ja der Weltmeister, hat recht. Ne? Also, wer trifft, gewinnt. Wer trifft, hat recht. Ja. Sehr leichtfertig, so mit minimalem Effet reinspielen als Läufer, ein bisschen raus wieder. Der ist aber manchmal unangenehmer. Ja, ist für Oliver natürlich ärgerlich. Ich habe das erste Mal gegen Francesco Bussamante gespielt, wo der nach Kiel gekommen ist. 1990 war das, 89 war das. Nämlich sind wir nach Kiel hochgefahren, haben wir gehört, da ist ein neuer Philippin im Land. Früher waren wir ja immer ein bisschen unterwegs und haben wir um geringe Beträge gespielt, um Cola und Beamtessen und solche Sachen halt. Ja.
sind wir dann nach Kiel hochgefahren und war fantastisch. Also das war eine Offenbarung, was Hermann gezeigt hat damals. Ja, das war für Bayern Deutschland. Also die ganzen deutschen Spieler haben alle von seinem, dass er hier in Deutschland geblieben ist, alle profitiert. Ja, ja. So, ich war mal kurz in der Regie. Da ging es jetzt um die Zeitlupen, die wir hier einblenden, was ich übrigens eine ganz, ganz coole Sache finde. Da gab es jetzt ein Problem, dass wir nicht zu hören sind, aber einfach nur ein Mausklick an der richtigen Stelle, der ist jetzt gesetzt worden und jetzt sind wir auch wieder zu hören, wenn die Werbeeinblendung, die Zeitlupen laufen. Und zum Thema Werbung, auf sportdeutschland.tv, wer uns darüber schaut, kommt hin und wieder Werbeeinblendung, auch wohl mitten im Match. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Partien auch woanders zu verfolgen, zum Beispiel germantour.net auf unserer Website. Mhm. Dort gibt es die Streams auch und ohne Werbung. Jetzt, die 7 hat Francesco als Problem ausgemacht, dann die 4 hinter, ist die 4 oder ist die 5? Hinter der halben Kugel. 5. Der muss. Jetzt mal sehen, was er macht jetzt. Ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass er sofort auf die 7. Der macht, spielt jetzt einen Nachläufer, dann spielt er die 1 rein. Nee, doch, unter. Guck mal. Ah. Ja, und die 7 in die Hecktasche. Okay. Das ist mal eine Höchstschwierigkeit jetzt, ne? Allerdings, ja, Nachläufer. Richtig. Und unten versuchen an der halben vorbei. Ist die Frage, ob er dann noch zwischen 14 und 10 durch die 2 sieht, ob es dann noch einen Wege gibt. Ja. Oder aber ob er ihn so spielen muss, dass er ganz runter laufen lassen muss. Jemals. Wenn er, mal gucken, wo sie liegt. Ja, da kommt er nämlich auf die halbe, aber. Lucky Man, wie er vorhin selber gesagt hat. Ja. So. Und Glück hat nur der Tüchtige gesagt, ein deutsches Sprichwort. Ne? Das stimmt nicht. Ja. Jawohl, da war er wieder. Wunderbar. Wunderbar. Das sind somit die schwersten Schüsse, die es gibt. Über den ganzen Tisch halten, ganz leichtes Effet. Da geht die Weiße mal gern raus. Na, du kriegst die Tür nicht zu, was ein Fehler. Was war da los? Oh ja, na gut. So ein toller Ball zuvor. Ja. Eigentlich schon durch gewesen für die Partie. 5:1 schon im Hinterkopf. Und jetzt Oliver Hartmann am Tisch mit der Chance auf 2-4. Ja, vor allen Dingen, das sind so Fehler. Das ist der zweite untypische Fehler. Vorhin, da war ja auch eher so ein, wo du sagst, obwohl der vorher noch schwerer war. Damit kann man jemand wie Oliver auch wieder schön in die Partie reinziehen. Ne? Das wird er sich jetzt nicht nehmen lassen. Da gehe ich davon aus, er verkürzt haben wir auf 2:4. Schleicht sich der Thomas Lindorf an unsere Kommentatorenbox ran. Ganz traurig, dass er hier nicht selber mitmachen darf. Ne? Hm?
Oliver spielt ja auch eine extrem dünne Spitze, ne? Oh, jetzt ist der Jochen Maurer, mein Co-Kommentator, kurz mal wieder verschwunden. Ja, 2 zu 4. So, jetzt bin ich mal gespannt auf das nächste Bringen. Francesco, zweiten Fehler gemacht. Und jetzt glaube ich, kommt das Break vom Oliver. Da gehe ich mal von aus. So, da hat er jetzt mal Glück gehabt, Oliver. Ist die weiße Verbana wieder abgegangen. Aber trotzdem spielbar, hat eine halbe Kugel, glaube ich, die kann er ganz gut spielen. Ja. Ja, das geht. Jetzt hat er vielleicht ein wenig die Befürchtung, dass er mit der Weißen die 10 unvorteilhaft an die 3 legt. Deshalb achtet er da ganz speziell darauf, dass er das vielleicht vermeiden kann. Problem ist, dass er die Weiße nicht komplett anspielen kann und da nicht so großen Einfluss auf den Laufweg jetzt hat. Das kann er nur über den Treffpunkt machen. Wie spiele ich die Kugel jetzt in die Tasche? Ein bisschen dünner, dass ich noch vor der 10 rauskomme, was ich jetzt, glaube ich, für die beste Lösung halten würde. Aber das kann man, nee, er spielt von oben. Nee, doch. Kann es auch ganz dünn spielen. Dann kommt er noch dran vorbei. Ihr macht's anders, okay. Gut. Wie gesagt, er ist der Weltmeister, hat recht, ne? Ja. Wow, super. So, wir kriegen gerade Informationen, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, in den anderen Kommentierungen und respektive bei den Reden von Thomas Lindloff bei den Spielervorstellungen, da hat er auch gezeigt, ein Kö von Efren Reyes, das von ihm auch überreicht wird und handsigniert wird, steht zum Verkauf an für einen guten Zweck. Und wir sind jetzt, stand gerade 13.56 Uhr bei 850 Euro. Das ist natürlich ein Riesensprung zum letzten Mal, da waren wir bei 410 Euro. Da wurde also jede Menge geboten in der Zwischenzeit. Ja, ist ja für Bärliebhaber, wenn man einen Kö bekommt, dass der beste Spieler aller Zeiten, das ist Efren Reyes ja unbestritten, gespielt hat, über einen längeren Zeitraum, dort Turniere mitgewonnen hat, dann ist es ja fast schon ein Schnäppchen. Ja? Also da könnte ich nur jedem raten, das ist ja, es könnte vielleicht sogar mal. Also billiger wird es nicht mehr. Nee, das ist. Es nimmt den Wert nicht ab. Unabhängig jetzt von der Qualität des Köbehorsts, das philippinische Kö, da kennen wir uns, glaube ich, nicht ganz so gut mit aus, wie die
Das war für uns ein super schöner Ball vom Oliver. Der war sehr gut gespielt. Ist nicht ganz ohne gewesen. Und diese, ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit der Kühlkunst der philippinischen Kühlbauer, also ich nicht. So ein kürzerer Stein hat ja auch so einen ideellen Wert. Ja, so genau. Und also ich kann mir vorstellen, für Liebhaber, wenn ich das Geld über hätte, würde ich es mir holen. Aber ist ja ohne Oberteil, ne? Ja, das wird auch aber immer beim Bieten dann auch den jeweiligen Leuten gesagt, weil das Oberteil doch recht verschandelt ist. Ja, aber da finde ich jetzt zum Beispiel, hätte man auch das verschandelte Oberteil ruhig wieder zugeben können. Ja, vielleicht wird es auch dazugegeben. Weil der eine oder andere hängt sich das Ding gleich an die Wand. Ne? Ja. Es ist ja auf jeden Fall da, das Oberteil. So, da werden wir gleich das 3:4 sehen, aus der Sicht von Oliver. Mhm. Nicht 5:1 von Francesco, sondern 3:4 aufgrund des Fehlers. So, und jetzt traue ich dem Oliver auch zu, nachdem er es einmal einen Break vorgemacht hat. Einmal glücklich die Weiße nicht gegangen ist, dass er jetzt aufdreht und wenn er seinen Break findet, dann könnte er das noch spannender machen. Ja. Gehen wir mal kurz auf die Ergebnisse ein, die zwischenzeitlich noch eingetrudelt sind. Joshua Filler los Lars Kuckheim 5:6. Also hier wird es richtig spannend. Sebastian Stab, Philipp Stojanovic 5:2. Nick Vandenberg, Jan Wolf 4:2. Jakob Belka verliert gegen Tristan Bieloszewski 4:7. Er von Reyes führt mittlerweile 5:2 gegen Geronimo Weißenberger am Nebentisch in Stream 2 live zu sehen. Dimitri Jungo gegen Tobias Bongas 3:3. Anna Bora führt 6:3 gegen Michael Götz. Jörn Kaplan gewinnt gegen Julian Kötüm und trifft jetzt auf Marco Spitzki, der Thomas Damm schlägt. Can Salim hatten wir auch als Sieger bereits bekannt gegeben gegen Tony Drago. Claudio Keretsch 5:4 vorne gegen Thomas Lüttich. Martin Steinlage liegt zurück 2:3 gegen Ina Kaplan. Und Michael Gawanschak, Markus Buck im Vereins- und Mannschaftsinternen Duell 2:5. Und Stefan Nölle führt 3:2 gegen Bernd Hauenstein. Und last not least, Christian Reimering vorne 2:1 gegen Roman Hübler. Und hier sehen wir einen der Sponsoren und da ist der zweite dieser Partie, Kamui und Arthur Kö. Arthur-Kö.de. Exclusive Handmade Custom Cues by Arthur Q, Germany. So. Da ist das Break, von dem ich gesprochen habe. So. Wunderschönes Projekt. Ich würde jetzt die halbe nehmen. Du würdest die halbe nehmen. Ja. Und der Tatsache, dass unten die 7 recht eingeklemmt zwischen zwei Halben liegt und du mit den Halben da unten natürlich das Problem besser für dich lösen kannst. Ja. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Vielleicht kann man die 7 aber auch noch spielen. Hat der Oliver auch gerade geguckt. Der schaut die ganze Zeit. Möglich ist das. Jetzt so sieht es aus, als ob es gehen würde. So. Dann könnte den sogar... Der 2, 1, 7... Das geht doch, oder? Könnte sein. Enge. Vielleicht fängt er sogar an mit dem Stoß. Weil er kann wunderbar, also wenn sie geht, dann kommt er ja ab von der 7 auf die 14 und dann geht er automatisch ein Stück weiter hoch, wenn er sie tief spielt, wieder auf Position dann für die 3. Und dann kann er ganz wunderbar spielen. Erstmal 2, 1, 7. Wenn die geht. Also wenn er jetzt die voll nimmt, dann geht sie.
Ja. Eindeutiges Zeichen. Klug analysiert, muss ich sagen. Ich bin schon ein Fachmann. Ja. Also 2, 2, 1, 7, 5, 3, 4, 9 oder. Ja, man könnte sogar 2, 7 und dann 1 ins Mittellauf spielen, nee, aber er macht 2. Jetzt muss er 3 spielen. Nee, oder? Warte mal. Nee, 1. Oder 3, 1, geht auch. Ja, wäre sogar besser jetzt. Ich würde sogar die 3 noch spielen jetzt. Kannst du von der 4 dann direkt auf die. Na, er macht so. Er hat recht. Weltmeister hat auch recht. So. Weil so holt er sich noch ein bisschen näher ran. Ist der Stoß ein bisschen angenehmer. Oh. Interessant ist, wo läuft die 14 hin? Oliver hat es als Einziger immer so mit den Schiedsrichtern. Hat vorhin schon mal was zu bemängeln gehabt und jetzt auch wieder. Ist halt ein bisschen eng. Kann halt überall gleichzeitig stehen als Schiedsrichter und auch nicht sich in Luft auflösen. Vor der Kamera sollte er auch nicht stehen. Oh man, die überbewerten. Ne? Als Spieler, ich bin ja auch Spieler und da steht man halt oft unter Strom und dann. Ah, okay, das ist Nachläufer. Ach so, liebe Zeit. Okay. Alles recht tot gelaufen. 3 geht nicht lang. Die 3 geht aber nach links. Genau, so. Und das ist jetzt wieder so ein typischer. Früher haben wir dazu immer gesagt, Ortmann-Ball, ne, wo wir die anderen noch nicht kannten. Der hat nämlich extrem sich damals auch als sehr, sehr junger Spieler schon durch seine Lochstärke ausgezeichnet. Also solche Bälle hat er gern gespielt. Spielt er jetzt bestimmt im Training auch immer noch gerne, aber im Turnier willst du den mal nicht liegen haben. Ne? So lange nicht. Ja, habe ich bei der 7 eine Fehleinschätzung gehabt. Ich habe wirklich gedacht, wenn ich den tief spiele und den zurückziehe, dass ich dann hoch zu 5 komme, weil das an die Seitenbande geht. Ne? Aber anscheinend macht das dann doch nicht so. Oder aber nur, wenn er noch ein bisschen besseren Winkel gehabt hätte. So lag er zu schräg. Wer war das denn? Das könnte Joshua Filler, Filler gewesen sein. Das könnte Joshua Filler gewesen sein. Wir haben gerade ein riesengroßes Yes gehört. Jawohl. Ich habe hier im Live-Score, Moment, da müssen wir mal F5 drücken. 7-6, würde ich raten. 7-6, ja. Joshua Filler dreht die Partie noch. Stark. Und starke Wahl. Ganz starker Wahl. Man möchte fast sagen, zu stark, weil er jetzt fast gerade auf die 3 liegt. Aber den kann man bei den Neubezogenen inzwischen ganz gut noch ausgleichen. Da zieht genau. Der Joshua Filler den Kopf aus der Schlinge, ja. Und trifft wahrscheinlich auf Sebastian Stab, der 6-2 genau. Mittlerweile führt gegen Philipp Stojanovic. Ja, der Joshua Filler ist auch ein großartiger, es ist auch ein Talent, wirklich großartiger Spieler. Ja. Absolut. Was ich richtig gut finde beim Joshi, unabhängig von seiner spielerischen Qualität, der kann sich richtig freuen, wie wir gerade gehört haben. Ne? Emotionen, das finde ich gut. Gibt ja, so Bär ist ja auch so. So ein Spiel, wo die Leute sagen, Ruhe bitte, ein bisschen schnippig und so. Ich finde das großartig, wenn Spieler ihre Freude zeigen können. Ja, okay. Ja auch das, was wir jetzt gerade hören, hört sich ein bisschen besser an genau. Als Schnipp. Genau, ganz genau. Ja, wir haben oft genug haben wir negative Emotionen am Bild, durch dass ich Spieler ärgern. Ich bin ja auch so ein Experte, wenn ich sehr schlecht spiele, dass ich auch mal sehr emotional bin und mich auch mal sehr, sehr ärgere, wenn ich dumme Fehler mache. Ich kann mich aber auch ganz gut freuen, wenn ich gut spiele. Das ist immer wichtig. Ja. So, Efren Reis hat gewonnen am Nachmittag. Ja. Hey, das ist großartig, der Mann. Donnernden Applaus. Ich habe ja auch gesagt, ich werde jetzt ja mit dem Billard aufhören nach diesem Wochenende. Ich habe ja alles erreicht, was ich erreichen wollte in meinem Leben jetzt im Billardsport. Ich auch. Ich habe vor der Übertragung gegen Efren gespielt und habe 2-0 gewonnen. Race to 2, 9 Ball. Aber normaler Aufbau? Nee, weiter vorne. Donnerschlag. Ja. Ich hatte ihn bei 2 Fouls. Und Nein. Das dritte Foul kam er raus über 3 Banden. Also er wollte über 3 Banden und kommt raus über 5. Und hintenrum dann, ne? Ja. Ja, Masselbruder, ne? Als er vorbeiläuft, habe ich schon gejubelt und dann kommt er von hinten. Okay.
Naja, hat mich ein bisschen mitspielen lassen und ich hatte halt dann zum Schluss das bessere Ende. Also muss man eh sagen, ich habe bei Hagel oben nebenbei so ein Spaßspiel mit ihm auch gehabt, wo ich auch 14-1 gegen gespielt habe, da habe ich verloren. Na gut, da ging es um nichts. Ne? So. Und So, wir haben gerade ein kleines Timeout hier am Center Court 1. Ein tolles Match haben wir gesehen an Center Court 2 von Efren. Ich wollte einen neuen Zwischenstand durchgeben für diese wahnsinnig schöne Spende hier von Efren. Wir haben ein neues Höchstgebot und der Hype hat begonnen. Mittlerweile kamen 5 Gebote rein. Wir machen das genau noch bis zum Viertelfinale. Das Höchstgebot aktuell liegt bei 850 Euro. 850, wer bieten möchte, kommt zu mir und sagt, 1000 oder mehr, könnte ja sein, wer weiß es. Ne? Also, habt Mut, kommt zu mir, sprecht mich an, es ist für einen guten Zweck. Dankeschön. Wunderbar. So, da sind wir wieder drauf. 4-4. Und so wie wir das sehen, haben wir ja sowieso ein kleines Timeout. Und von daher sind beide weg. Ja, ziehen wir uns auch nochmal kurz zurück. Dann können wir unsere Stimmen ein bisschen schonen. Wir hören uns gleich wieder. So, der Oliver ist wieder da. Jetzt war aber noch ein Francesco Bustamante. Vor mir sind gerade hier an unserer Kommentatorenbox die beiden Teilnehmer der Wobbsdorf Winter Classics, die sich regelmäßig im Viertelfinale in unserem Turnier verabschieden. Tristan Waluszewski und sein lieber Freund Matthias Orani. Ja? War doch richtig, ne? Viertelfinale. Ne? Ja, war doch richtig, Viertelfinale. Ne? War das ja. Ne? Ja, genau. Gegen wen habt ihr eigentlich verloren? Gegen wen habt ihr verloren? Gegen wen habt ihr verloren? Ja, genau. Kleiner Scherz am Rande. Mit Christian Falconi gemeinsam gegen die beiden gespielt und haben das unglaubliche Ausspielziel von 3 Gewinnspielen, den Sieg davon gefahren. Ne? So, jetzt ist das Projekt da. Das ist wieder der Oliver Hauptmann von heute Vormittag. Wunderbar. Hast du das Projekt gerade noch gesehen, Jochen? Ja, habe ich, selbstverständlich. So, 6 jo. Und die halbe. Genau, aber gibt keinen Grund, sich zu ärgern. Ich hast du viele Optionen, weil wenn du jetzt die erste Kugel, die hier spielen wird, wird
Also er wird die vollen definitiv nicht nehmen, nimmt oben die halbe. Und er kann sie durchlaufen, entweder spielt er sie auf 9 und 10 auf die Ecktasche, auf die linke Ecktasche von uns aus gesehen. Oder er nimmt gleich die 15 mit oben. Oder aber er spielt sie zwischen 7 und 3 durch, dass er eine von den beiden Kugeln auf Mitteltasche spielen kann. Kann darüber entweder lösen oder vielleicht geht es ja auch. Ne? Ist auf jeden Fall noch was zu tun, ne? Mit der halben. Ja. Also es löst sich nicht von selbst auf. Nee, aber ich glaube, das wird er schaffen. Das macht er. Option ist ja natürlich auch noch, also sie einfach lang ins Eckloch zu spielen. Von hoch. Ja, aber so wie das jetzt hier aussieht, geht die. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das täuscht manchmal auch die Kamera. Also ich würde sagen, nein. Also ich tendiere jetzt an nein, weil sie 6 weiter vorne liegt, was mir jetzt in der Position nicht so leer sieht. Wenn wir dann eine andere Totale haben, sieht man es, glaube ich, besser, dass sie 6 weiter vorne liegt. Ich würd, wenn ich jetzt Oliver wäre, würde ich. Ah, er will auf die 15, er will auf die 15 stellen. Ja. Hier sieht es jetzt wieder so aus, als wenn sie glasklar gehen würde. Von dieser meine ich, von dieser also Position würde ich sagen. Ich würde jetzt auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es falsch, weil er macht es ja anders, aber ich würde es mit der ersten Kugel um die Spiel zwischen 7 und 3 durch, dass ich die Option habe, einen der beiden in die Mitteltaschen zu spielen. Die Position ist eigentlich ganz gut spielbar. Mhm. Muss eigentlich ein bisschen links ein bisschen laufen lassen. Und dann kann ich aber entscheiden, vielleicht geht die unten noch. Aber er macht so. Problem ist halt, wenn du das machst, wie du es gerade beschrieben hast, hast du da oben die 15 jetzt einsam liegen, auf die er jetzt wegräumt. Ja, die 15 kommst du aber wieder drauf. Kommst du wieder Aber auch musst halt wieder zwischen den ganzen vollen. Aber dann einmal ist auf jeden Fall berechtigt. Also wahrscheinlich ist es sogar klüger als die 50, weil jetzt kann er nämlich auch genau zwischen der Mitteltasche und der 3 durch wahrscheinlich ziehen. Ja, oder zwischen 3 und 7. Oder zwischen 3 und 7. Ja. Da ist die Gefahr, dass er hängen bleibt. Oder da würde er sagen, dass das. Aber es kann auch. Na, mal gucken. Nein, du hast natürlich mal wieder recht. Jochen, sag mal. Also ja, 8 Ball ist mein Spiel. Effen Rees bis 2 besiegt. Sag doch mal. Mulbergen, 2. Platz. Ach. Ich? Glückwunsch. Gegen wen das Finale gespielt? Philipp Rüdemann. Philipp Rüdemann. Der geht noch. Ich bin mal gespannt. Ja, sag ich doch. Guck mal, der hat fast noch zu dünn gespielt. Mhm. Oh. Es war kein Foul. Ich würde auch sagen, es war kein. Es war kein Foul. Kein Foul. Kein Foul. So wie die 6 gelaufen ist, kann es kein Foul gewesen sein. So, da kann es sein, dass es hier einen Videobeweis gibt. Wir sind, also der Poolbillardsport ist weiter als der Fußballsport. Bei uns gibt es hier den Videobeweis. Also, kommt es jetzt hier gleich? Warte mal. Also wir sehen es jetzt hier im Bistro nicht. Nee. Also ich sage kein Foul, mal sehen. Weil ich habe. Wir sehen jetzt leider die Wiederholungen nicht. Also wir wissen nicht, ob sie jetzt zu Hause läuft. Wir warten einfach mal ab. Obwohl, Bussi hat vielleicht nicht ganz Unrecht, weil er sagt, wenn er erst die 6 hat, will die Weiße nach da gehen. Was ist das der Hintergrund? Ja? Weil die Weiße will ja eigentlich zur anderen Seite weg. Wenn er die 6 aber zuerst hat, will sie zu der Seite weg. Also, ja, ich verstehe, was du meinst, aber vom reinen Gucken her habe ich keinen Foul gesehen. Genau, ich sage einfach so, wie die 6 gelaufen ist, sage ich, es ist kein Foul. Aber so wie die Weiße gelaufen ist. Also es wurde vom Schiedsrichter, vom Arnold Kaiser überprüft. Und wir haben es ja auch so gesehen. Also ich glaube, der Django ist da was falsch gesehen. Da war der, wie heißt das Sprichwort? Da war der Wunde der Vater des Gedankens. Genau. Oder so. Aber das ist halt wirklich manchmal so. Das habe ich auch schon gehabt. Das war allemal schwer zu sehen. Na, oh, okay. Ich hatte doch nicht so die 3.
Also ja. Die Argumentation von Francesco ist gar nicht von der. Ja, 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 ja. Aber das kann man dem Oliver jetzt auch nicht vorwerfen, weil das. Okay. Also jetzt sehen wir es gleich alle mal. Könnte sein, dass jetzt wirklich gleich ja, genau. Was gibt für uns zu sehen. Na, da sind wir mal alle jetzt gespannt. Ich auch. Wie ein Flitzebogen. Ja. Guck mal hier, sehen wir das hier auch? Ja, ne? Ich hoffe es. Also ich stehe jetzt mal auf. Sind wir noch auf Sendung? Ich hoffe es. Jetzt sehe ich noch keinen. So. Wo kann man es? Wir können es aber vorne auch sehen, ne? Nun ja, das wird die Firma Asaq und Kamui freuen, denn die kommen jetzt länger ins Bild. Die präsentieren nämlich hier das Match. Und hier ist gespannte Erwartungshaltung. Du hast aber auch noch nie erlebt, oder, Martin? Nee, wunderbar. Ich finde es aber toll, dass es jetzt möglich gemacht wird, dass es nochmal zu sehen ist. Ja. Was sagst du denn, Tristan? Hast du das? Wir haben ja. Also, wie der Francesco sagt, die Argumente, jetzt wird es gezeigt, oder? Haben wir es gleich? So, da bin ich wieder. Also, ich habe mir das jetzt auch mal angeschaut. Der Schiedsrichter hat gesagt, dass es eine gleichzeitige Berührung ist. Ich sage ganz klar, es war ein Foul, weil die weiße Kugel sich minimal in der Richtung bewegt hat, in die sie sich nicht bewegen dürfte, wenn der korrekt gewesen wäre, der Stoß. Er hätte stoppen müssen oder in die andere Richtung laufen müssen. Deshalb, Francesco hat völlig recht, was er sagt, dass es ein Foul ist. Man kann mal Oliver jetzt nicht vorwerfen, in der Situation, wo du natürlich spielst, da siehst du das manchmal ein bisschen anders, aber das war ein klares Foul. Ich habe es leider nicht gesehen, ich kam nicht durch die Traube, wo du dich da durchgedrängelt hast. Ja. Ich weiß nicht, also ich habe es eigentlich gehofft, dass wir es hier auf dem großen Bildschirm also sehen. Klares Foul ist auch übertrieben, aber siehst du, ja, die weiße Kugel ist nach der Kamoulage zu der einen Seite rübergelaufen. Sie hat aber die natürliche Bewegung, das natürliche Bedürfnis, zur anderen Seite zu gehen, wenn du die andere Kugel zuerst berührst. Mhm. Ganz mhm. einfach. Und deswegen ist es ein Foul gewesen. Du siehst nicht, dass er die 6 zuerst berührt. Das siehst du nicht. Okay. So, das ist klar, das ist unstrittig. Aber da die Kugel zu der einen Seite läuft, muss es ein Foul gewesen sein. Also Francesco hat völlig recht in dem Moment.
Wenn Oliver als Außenstehender nicht am Tisch stehen würde, hätte er das wahrscheinlich genauso gesehen, aber der Junge steht da am Tisch und sieht das einfach nicht. Deshalb kann man ihm auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Und außerdem der Schiedsrichter entscheidet, der Schiedsrichter sagt kein Foul, deswegen 5-4. Ist aber eine klare Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, ob du es jetzt auch begründet hast, warum er jetzt so entschieden hat. Er hat gesagt, es ist mit bloßem Auge jetzt nicht zu erkennen. Genau, es war maximal. Er hat gesagt, dass es eine offizielle WPA-Regel gibt. Genau. In der steht, im Zweifel für den Angeklagten. Ich sag mal, wie beim Fußball mit dem Abseits. Genau, ja, das ist richtig. Zweifel für den Stürmer. Genau. Und das ist jetzt hier ähnlich. Was natürlich schade ist jetzt, dass, dass halt... Ein bisschen Unruhe noch hier. Ja, ein bisschen Unruhe, verständlich auch. Es sind natürlich jetzt Emotionen drin. Was natürlich ist, wirklich schade ist, dass... Jetzt niemand in der Lage, aber das, was ich hier gerade erzählt habe und kommentiert habe, dort auch genauso klar zu sehen. Jetzt zum Beispiel glücklich gefunden, wenn man gesagt hat, okay, wiederholen wir das Spiel oder wie auch immer. Also das wäre eine Möglichkeit gewesen, absolut. Ja. Naja, natürlich dann so ein bisschen schlechten Beigeschmack, aber gut, es ist, wie es ist. Haben wir alle schon erlebt, schon öfter solche Dinge. Ne, also ich würde es jetzt auch nicht zwingend sagen, dass es jetzt eine Fehlentscheidung war. Es ist halt, wie gesagt, extrem schwer zu beurteilen. Ich kann das, was du sagst, absolut nachvollziehen. Ja, Nein, es war ein... Es war ein Foul. Es war ein Foul. Du siehst aber nicht die 6, ich habe es gerade schon erklärt, sondern die Weiße macht einen Laufweg. Das, was der Francesco gesagt hat, ist 100% richtig. Die ist korrekt, genau. Richtig. Hm. Ja. Genau. Hm. Tatsachenentscheidung. Und Tatsachenentscheidung. Das ist ja auch schön, dass wir darüber diskutieren können. Ja. Das haben wir beim Fußball ja auch öfter. Genau. Da können wir uns ja auch dann über die Schiedsrichter aufregen. Ja. Und das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja gut. Ist genau. Ist halt nur ärgerlich in dem Moment. Alles ist gut. Wenn wir auch mal was zum Erzählen haben, genau. Dann natürlich. Mein Gott, es sind Menschen hier am Werk. Genau. So, sehen wollte er sich auch anders hinstellen. Geht denn die untere halbe Kugel noch in die... Nach links? Von uns aus, genau. Ich glaube, würde ich schon sagen, ja. Er spielt so, dass es... Der als... Oh. Der fällt. Okay, aber zu kurz. Ja, der ist, glaube ich, zu kurz. Also, den sieht er nicht. Na, warte. Leichter Bogenball vielleicht. Nee, ich glaube, man sieht ihn sogar noch. Bin ich ganz... Ich würde sagen, nein. Na, guck dir mal die Schatten an. Guck dir mal die Schatten an, wie die liegen. Könnte sagen, also wahrscheinlich hast du... Du hast ja bis jetzt immer recht. Ja, ich fürchte ja. Er setzt doch zu einem Bogenstoß an. Ach, der blufft nur. Es geht wahrscheinlich ganz locker rein. Oder macht er nicht, ne? Der Oliver denkt sich, die Leute haben schon lange nicht mehr geklatscht. Da muss ich mal ein bisschen was zeigen. Hier, so, ne? Natürlich was braun. Wir diskutieren hier immer noch. Ja, die zahlreich vorbeikommenden Zuschauer. Naja, dass man sich die Slow Motion anguckt, kann ich ja noch verstehen. Wir hatten gerade die Frage, warum der Schiedsrichter sich die Slow Motion nicht angucken soll. Das ist doch völlig richtig, dass er das tut. Das Regelwerk gibt es nicht her. Ach so. Vermutlich. Ah, Verstoß gegen das Regelwerk. Das gibt einfach keinen Videobeweis. Muss man dem Francesco sagen, er kann Protest anlegen in dieses Spiel. Er ist mit unlauterer Mitte gearbeitet worden. Oliver spielt jetzt einen Bogen. Das ist natürlich ein ganz schwerer Ball. Ja, mal gucken. Ja, okay, er hat ganz dünn vorher die andere halbe Kugel berührt. Oder ob er überdreht. Mhm.
Ja, Django ist aber durchweg positiver Mensch. Also es ist nicht so, dass er irgendwie schlechte Gefühle jetzt bekommt. Er war in dem Moment böse. Er hat sich als froh, dass er die Chance jetzt nochmal bekommen hat. Und es ist keiner, der da irgendwie... Ich glaube nicht, dass er... Also er ist einfach zu positiv. Ja, ja, okay. Es gab ja schon mal eine Entscheidung, das war 2006 auf den Philippinen. Da hat der Francesco Bustamante gegen Daryl Peach gespielt. Und in diesem Match gab es eine Entscheidung, wo auch per Videobeweis dann festgestellt wurde, dass Francesco Bustamante einen Foul gemacht hat beim Vorbinder. Wo er die 9 reingelaufen ist. Wo er dann das Match gewonnen hätte oder Match gewonnen sogar. Und da hat Daryl Peach auch gesagt, faul. Und dann wurde festgestellt, ja, ganz klar zu sehen dann, ob es klar, mehr Hinsicht, dass es faul war. Und auch da deshalb auch Verständnis für den Oliver, dass er nicht sofort, auch das erkennt, hat auch Francesco das ganz anders gesehen in dem Moment erstmal. Mhm. Ne? So, das ist aber auch normal. Wenn du am Tisch stehst, das sind Emotionen, die da mit reinspielen. Da fehlt der klare Blick. Ne? Das ist ähnlich wie bei den Fußballern, ne? Wenn sie einen Foul begehen und der Schiedsrichter pfeift und die gucken dann so unglaublich, was habe ich denn gemacht? Gar nichts, ne? Ist auch immer herrlich dann, ne? Die. So, 5 beide. Ich werde jetzt noch mal kurz ein paar Ergebnis-Updates vorlesen, dann muss ich mich kurz verabschieden, weil mein Gerät neue Batterien verlangt. Oha. Also Joshua Filler hatten wir, hat gewonnen. Sebastian Stab hat gewonnen. Die beiden spielen nun gegeneinander. Philipp Stojanovic ist raus. Jan Wolf führt 6-4 gegen Nick Vandenberg. Oh. Tristan Bialoszewski schmeißt Jakob Belka raus, ist im Achtelfinale. Efren Reis haben wir gesehen gegen Geronimo Weisenberger. Tobias Bongers führt 6-4 gegen Dimitri Jungo. Oh. Anna Bora ist weiter gegen Michael Götz und wartet jetzt auf Ortmann oder Bustamante. Dann spielen Kaplan gegen Spitzki, das hatten wir schon, die spielen im Achtelfinale. Der Claudio Kerritsch gewinnt 7-6 gegen Thomas Lüttich und trifft nun im Achtelfinale auf Can Salim. Martin Steinlage, Ina Kaplan 4-4. Oh. Und Michael Gawanschak gegen Markus Buck 4-5. Bernd Hauenstein, Stefan Nölle 3-5. Und Roman Hübler, Christian Reimering 5-2. Meine Damen, kommen wir jetzt auch noch mal kurz. Die Christina Grimm hat gewonnen, trifft nun auf Monja Kielhorn im Viertelfinale. Ivan Ullmann trifft auf Ina Kaplan, die doppelt unterwegs ist. Dina Vogelmann schlägt Nathalie Seichter. Dina Vogelmann hat mich gestern besiegt bei dem Shootout hier. Die hat dich im Shootout rausgeworfen. Ja, 3-1. Okay. Super gespielt. Und die Schweizer Ini Gaspar trifft im Viertelfinale auf Jasmin Michel. Ini, das ist eine Schweizerin. Ja, genau. Eine Schweizerin. So, und dann werde ich jetzt mal die Batterien wechseln. Jawohl. Bin gleich wieder da. Toni. Na, bei uns ist hier Toni Drago und die said, I'm hungry. No? Oh, you was in the Turkish restaurant. Toni Drago ist hungrig. Wir müssen ihm schnell was zu essen geben. So, jetzt ist denn was gefallen? Gut. So, bin ich wieder mit am Start. So, Francesco hat die vollen Kugeln. Sehr schöner Stoß.
mich die vier noch, die habe ich gar nicht mehr gesehen. Die Kameraeinstellung war halt so, dass wir den kompletten Tisch nicht hatten. Ah, wunderbar vorgelegt. Ja, das geht, das geht. Da ist aber trotzdem auf dem neuen, rutschigen Tuch immer leicht unangenehm. Aber es geht in dem Fall, geht es noch. Jawohl, auch wunderbar Winkel. So, jetzt geht es zwischen 14 und 9 hindurch. Genau. Oder? Nein, gleich links von der 14 mit Rückläufer. Ja. Jawohl, ist auch genau die bessere Variante. Das war wieder ein qualitativ sehr hochwertiger Stoß. Da kann man, wenn du aus Versehen mal ein bisschen Fehler hast, dann läuft er ganz woanders hin. Hm? Ja. 6 zu 5. Auch bei Jan Wolf gegen Nick van den Berg. Oh, da stand es gerade 6-4. 6-4, ne? Ja. Okay. Nick ist noch im Rennen. Gegen wen spielt der Joshua Filler seine nächste Partie? Sebastian Stab. Ah, okay. Das ist doch schön. Das wäre auch mal so eine Center-Core-Partie. Ja, da werden wir gucken, dass wir den auch hier mal herkriegen, entweder auf den einen oder auf den anderen Live-Tisch. Mhm. Laptop steht schon 5-7, als haben sie es korrigiert eben gerade. Bitte? Ja, natürlich. Also, ne? Wir haben gerade noch nebenbei noch über die Szene diskutiert. Bitte? Muss dann schon ausmachen, wenn du hier. Mhm. So. Nichts gefallen. Das heißt, es wird nochmal spannend. Okay. Oben liegen ganz wunderbar drei volle einsam, aber ich kann mir vorstellen, trotzdem die halben, weil die 10 auch ganz gut in die Mitteltasche geht. Aber die 1 liegt dort ein bisschen, ja, sagen wir mal, unglücklich. So, Jochen, löst bitte mal auf die Situation. Was wird er denn jetzt spielen? Weil ich liege ja immer falsch. Liegst deswegen. Immer falsch. Ja. Halbe. Halbe. Zehn er muss, Mitte. Ja, er muss die 10 aber dann auch gleich ein bisschen. Na gut, Nachläufer kann er, glaube ich, schlecht spielen, weil die ziemlich gerade liegt. Er muss genau, muss sie zurückziehen. Er zieht das auch. Wenn er sie nur stoppt, dann kommt er da hinten vielleicht zwischen die vollen Kugeln. Nicht ganz ungefährlich. Deshalb muss er sie zurückziehen. Ist aber auch machbar bei den Taschen. Mitteltaschen sind ja sehr gut geschnitten. Da kann man die ganz hervorragend spielen. Na, reicht das? Ja, reicht. Wichtig ist, er muss schnell die 12 wegbekommen, weil die geht auch nicht an der 3 vorbei in die Ecktasche. Das heißt, wenn er jetzt die Mitteltasche nimmt, dann spielt er entweder die 15 und zieht sie rüber, oder aber er spielt dann die Kugel an der Bande. Mal sehen. Er spielt die an der Bande, okay.
Welche ist das? Die 13? Nein. Ach, das ist gar nicht die 15, das ist die 9. Hast du ein Problem mit Farben? Nee, jetzt nicht. Eben gerade war die Einstellung so, dass sie ein bisschen dunkler aussah. Von hier siehst du ganz klar und deutlich, dass es dann die 9 ist. Vandenberg, Wolf, nun Hill Hill, 6-6. Uiuiui, ja, sehr spannend. Sehen wir hier wahrscheinlich auf dem TV-Tisch auch gleich. Ja, hatte ich nicht damit gerechnet, dass es so viele, wenn es so viele Hill-Matches gibt beim Water Break, ist doch öfter, ja, als wir gedacht haben, nicht? Weil da so, perfekt gespielt. Er wollte auf die 12 Langspiel stellen. Aber wenn das ihm misslingt, kann er aber noch eine von den beiden Langgruppen spielen. So, Mitteltasche, die in die Seitentasche. Dann lässt er sie kurz rumlaufen über 1, 2, 3 Bannen und hat eine Position auf 8 Mitteltasche. Und dann steht 6-6. Sechs, sechs. So, jetzt kommt das, was alle Zuschauer gerne sehen und die Spieler nicht gerne machen. Hill-Hill-Match. Da kommt Chefkommentator Jochen Maurer wieder an seinen Platz, den ich vorhin in seiner Abwesenheit als meinen Co-Kommentator bezeichnet habe. Naja, ist aber im Moment so, meine Stimme versagt ein bisschen. Ich muss ja mehr, dass ich sprechen kann. Da empfehle ich ein gutes Stimm- und Sprachtraining. Ja. Da lernt man, wie man sprechen muss. Ich muss auch mal dran teilnehmen. Ja, ich glaube, das ist vor niemandem gefeit. So, bei 6-6 sind die Breaks ja oft richtig gut oder richtig schlecht. Mal gucken, welche Variante wir jetzt zu sehen bekommen. Ich habe es ja gestern bei 5-5 Nick Vandenberg richtig schlecht gemacht. Das ist mir die weiße Mülltasche gesprungen. Oliver macht's gut. Und jo. Zwei halbe, aber keine volle. So, da unten hat er die zum Lösen. Ja. Ja. Oh ja, das sieht gut aus für ihn. Da kannst du. Ja, das sieht sehr gut aus. Wenn es richtig gut ist, dann stellt er sogar direkt, bevor die 9 spielt, auf die Kugel zum Lösen, weil hat er immer noch zur Not die Option. Over die kann er auf jeden Fall. Ja. Wir müssen mal schauen, wenn er die Kugel jetzt reinspielt, dass ihm die nicht irgendwie hinterherläuft.
dass sie beide reinlaufen. Ne? Also die beiden halben. Das glaube ich aber nicht auf die kurze Entfernung, ist das eher Mond wahrscheinlich. Weil sie gar nicht so schnell ins Rollen kommt. Die na zweite gut. Halbe. Wird jetzt die Weise zu vier laufen lassen? Jetzt schon. Zu vier? Um definitiv auch Stellung zu haben auf die 12. Zu vier ist sie da. Ja, das kann ich auch machen. Aber nee, er macht es genau. Er macht es anders? Ja. Riskiert, aber naja, gut. Nee. Das ist die, auf den kurzen Weg, dann rutscht die noch so ein bisschen. Die rollt nicht gleich los. Das ist ein Kontakt. Deswegen ist die Gefahr nicht vorhanden. Wenn die jetzt ein bisschen weiter weggelegen hätte bei dem Tempo, wie er spielt, dann bekommt sie die Rotation. Und dann wäre sie vielleicht sogar hinterhergelaufen. Wenn du sie ganz genau triffst, laufen sie halt beide rein dann. Hier sehen wir Francesco. Der weiß schon, ja, was ihm da blöd ist. Das ist so ein, ja, so ein Tisch, den wünscht ihr da nicht bei 6-6. So, perfekt. Da wird es gegebenenfalls auch noch Diskussionen geben zwischen den beiden. Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Das, ich hoffe nicht. Aber ohne ist auch immer unglücklich. Es ist ganz schwer auch für den Spieler, der dann befördert wurde durch solche Entscheidungen, dann auch. Ja. Du willst da auch kein V sehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das habe ich selbst oft genug erlebt. Du denkst immer erstmal, nee, war kein V. Hat er genug Winkel? Ja, muss. Oh, wohl. Hat er genug Winkel? Wenig. Oh, ja, muss er aber schön, muss er mit viel, ja, genau, so. Ist noch nicht weg. Den muss er. Ah. Reinpeitschen. Oh, zu wenig. Puh. Die Chance für Francesco Bustamante, wieder reinzukommen ins Spiel. Und das Spiel kann Oliver nicht mehr gewinnen jetzt normalerweise. Eigentlich nicht, ne? Beim Achtball ist es so, wenn du deinen ganzen Kuchen auf dem Tisch hast und der Gegner nur noch eine Farbe auf dem Tisch, dann in der Spielklasse normalerweise. Da muss jetzt schon ein Wunderstoß vom Olli kommen. Genau. Entweder offensiv oder defensiv. Wie auch immer. Das muss man aber vielleicht mal gucken, das könnte er ihm vielleicht sogar, weil er, wenn er jetzt versucht, irgendwas zu machen, also ich weiß nicht, ob das irgendwie. Ich muss den ganzen Tisch gleich nochmal sehen, ob da überhaupt über Vorbahn irgendwas geht. Ich glaube, da geht überhaupt gar nichts über Vorbahn, weil der könnte auch. Nee, da geht gar nichts. Also ich sehe es jetzt jedenfalls nicht. Es wäre vielleicht jetzt sogar klug, ihm Rollen hinzugeben. Ja? Das heißt, ich sage, guck mal, du kannst ja die 7 oben nicht reinspielen. Ja. Jetzt die 2 noch davor zu legen irgendwie. Ja? Dass man sagt, die 2 oben noch vor die Tasche zu legen, wo die, ich glaube, die 3 ist es oben wieder liegt. Ja. Jetzt sehen wir halt mal eine totale, Bernd, bitte. Genau, danke. Die 2 noch ein bisschen Richtung 3 zu schießen, dass Francesco nicht mit Ball in Hand die 7 oben reinschießen kann. Ja, die 7 geht ja, wenn überhaupt, dann zu 4 hier rechts unten, oder? Nee, die 4 von ist unten, doch die 4. Wenn du die weiße hinter die 8 legst, ja. Kannst du die 7 doch hier rechts unten ins Eckloch spielen, nee, oder? Nee, die 4 liegt im Weg. Und nicht du meinst, weil das so links hoch geht? Hier, also die 3 geht hier rein, die geht zwischen 3 und da geht sie rein. Da geht sie rein? Ja, die 4 geht sie nicht. Genau, das würde ich nicht sagen. Okay. Ich wette drauf, dass sie da rein. Guck mal. Obwohl, auch nee, nicht. Auch geht die ins andere Eckloch? Die geht, nein, auch da geht sie nicht rein. Die geht auch nicht ins andere Eckloch. Warum denn nicht? Ja, der Martin guckt mal jetzt sich das live an vor Ort. Ich hoffe doch, dass er sein Mikro ausgemacht hat, damit ich hier in Ruhe quatschen kann. Nicht, dass wir beide gleichzeitig reden. Aber jetzt so für meine Begriffe
Ist das mit dem absichtlichen Foul eine gute Idee? Macht er aber nicht. Beziehungsweise hat er jetzt noch nicht auf dem Schirm. Das kann ihm ja noch einfallen. Über Vorbande jetzt da irgendwelche positiven Ergebnisse zu erzählen, halte ich für fast ausgeschlossen. Da sind wir wieder. Hat er was angesagt gerade? Ich weiß nicht, was er angesagt hat. Er kann ja eigentlich keinen Versenkten angesagt haben im unteren Bereich des Tisches, wenn dann irgendwie über zwei, drei Banden ins Mittel- oder Eckloch. Aber auch das habe ich nicht gesehen. Mhm. So. Jetzt hätten wir normal gesagt, jetzt wird es wahrscheinlich aus sein, aber bei 6-6 haben wir ja schon die tollsten Sachen erlebt. Ja, da haben wir schon vieles erlebt. Genau. Ja. Zumal wollen wir den Tisch sehen, wie es liegt. Also der. Ja, die weiße. Ja, Django hat die 7 als Einsteiger. Ich weiß ja nicht. Ja, die 7, genau. Ja, mhm. Das ist auch nicht der Traum eines Einsteigers. Ja, genau. Aber macht er ist ja sicherlich froh, überhaupt am Tisch zu sein. So. Eins Mitteltasche. Jupp. Genau. Konsequent gespielt und perfekt eingestellt, ja. Sehr gut. Die hat er weggeholt von der Tasche. Ja, aus Sicht von Oliver natürlich katastrophal, dass er nicht genug Winkel hatte. Durfte alles passieren, nur dass er sich keinen Winkel hatte. Das soll nicht passieren. Das war der Fehler in dem Moment dann. Ne? Aha, okay. Ist auch der nicht ist viel. Auch nicht gut. Nee, genau. Nee, weil die. Müssen wir das Spiel sehen? Genau, mal gucken. Schauen wir mal. Geht relativ schnell ran. Also. Die 5 geht hier nach links. So wie er sich jetzt anguckt? Anscheinend ja. Okay. Okay. Dann wäre für den Django noch alles in Ordnung. Ansonsten hätte er ein Riesenproblem. Sie geht wirklich nicht. Ja, genau. Muss er lang spielen. Jetzt würden wir gerne mal den Tisch sehen. Ja. Ja. Perfekt. Den Tisch bitte. Oh. Fällt nicht, oh, fällt oh, doch. Eieiei, was für ein dramatisches Ende. Ja. 7-6 für Francesco Bustamante damit. Oliver Hartmann aus dem Rennen um den Titel hier beim German Tour Finale 2016. Francesco Bustamante sehen wir wieder unter den letzten 16. Tja. Da war alles drin. Boah, da war wirklich alles drin. Letzte Wahl haben wir mal. Schauen wir mal, was hier in den nächsten Minuten noch passiert. Ja. Ob wir ein Interview kriegen oder nicht, werden wir sehen. Aber wäre sicherlich mal ganz interessant, so ein Interview zu bekommen, jetzt nach der Situation mit den beiden. Werden wir sehen. Vielen Dank an Asaki und Kamui für die tolle Unterstützung hier bei diesem Match. Und wir melden uns gleich wieder mit dem nächsten. Bis gleich. Auch von mir ein auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Martin. Junge. Was für eine Dramatik. Ich bin traurig, dass einer dieser beiden Akteuren ausscheiden muss, weil es sind beides absolute Ästheten und Künstler am Tisch. So eine Dramatik, so ein Finish. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal sowas gesehen habe. Olli hatte Pech mit dem letzten Ball. Er wollte lösen, hat ein bisschen Überwinkel gehabt. Also dann den Trickshot versucht noch, dann klappert die Kugel im Loch, die fällt noch. Olli wollte schon fast aufstehen, was ich verständlich finde. Und dann fällt der noch. Also mehr geht nicht. Das ist
Kino live, das ist Kino pur. Und es geht gleich weiter. Das Allerschönste ist, es kommen die nächsten Hammer-Matches. Ich sag euch nur eins, sichert euch die Plätze, denn das Ansagen allein dieser Namen macht riesig Spaß. So, ich möchte noch mal ganz kurz die Gunst der Stunde nutzen, da wir relativ viele Zuschauer haben. Möglich gemacht. Ich zähle sie mal ganz kurz auf und dann möchte ich euch unbedingt hören. Dann haben wir die Chance auf nächstes Jahr German Tour 2017 bzw. 16 das Ganze noch zu toppen vielleicht. Wir fangen an. Wir haben den Hauptsponsor Billard Beckmann, McDermott Kös, Brunswick, Arthur Kös, Fight Billard, bis Ibe.